Usamui 20 liebeshungrige junge Frauen dem Abenteuer ihres Lebens entgegenfiebern. Sie sind um die halbe Welt geflogen, um endlich dem Mann ihrer Träume in die Augen zu blicken. Ich bin Caro und ich bin für den Bachelor da. Ich würde mir packen und alle anderen können einfach hinpacken. Soll das heißen, für die anderen war alles für den Arsch? Ich heiße Jane und ich werde den Bachelor erobern mit meinen Lippen. Wenn ihr dich spürt, wird es niemals vergessen. Moment, auch die Konkurrenz hat unvergessliche Körperteile dabei. Jede der Ladies kämpft mit den Waffen, die sie hat. Bei den einen liegen die Talente auf der Hand, bei den anderen sind sie eher versteckt. Ich bin Maria, komme aus Deutschland und ich kralle mir den Bachelor, weil ich einfach das Komplettpaket bin. Ich habe nicht nur Body, ich habe nicht nur Face, sondern ich habe auch was im Köpfchen. Im Umkehrschluss heißt das dann wohl, die anderen nicht. Ist das so? Wer die Konkurrenz unterschätzt, hat schon so gut wie verloren. Man darf ein Buch nie nach seinem Einband beurteilen. Naja, fast nie. Ich bin Mia und ich bin aus Zürich und der Bachelor kann dem nicht widerstehen. Ich bin Fabienne aus Meggen und ich kann den Bachelor überzeugen, weil ich weiß, was ich in meinem Leben will. Und das ist sicher etwas, wo er draufstehen wird. Zu wissen, was man will, ist nie schlecht. Mia aus Zürich wollte vor kurzem ein neues Tattoo, mitten im Gesicht. Langsam zweifelt sie, ob das eine gute Idee war. Mal schauen, was Anna und Fabienne dazu sagen. Hey, und? Was haben wir gerade geredet? Ja, ich habe gerade mit ihr ein bisschen geredet. Cool, du hast wirklich geile Tattoos. Wo hast du sonst noch Tattoos? Ja, ich habe gerade eins im Gesicht gemacht. Oh. Mit den Ohren spontan gewesen. Okay. Unüberlegt, aber. Weißt du es denn? Steht Angel mit Fragezeichen. Okay. Ich würde es also für die erste, wenn wir kennenlernen, würde es wirklich gerne abdecken. Einfach nicht, weißt du, dass ich so ein falsches Bild, weißt du, ich will nicht so gerade als erster Eindruck, so ein Ghetto-Mädchen. Überraschung. Ja, weißt du, ich will nicht, dass er gerade schon beim ersten Mal sieht. Nicht, dass er mich gerade charge tut. Are you ready for it? Ich bin mega nervös wegen dem Bachelor. Es sind so viele verschiedene Frauen hier. Ja. Auf was steht schwer. Er recht? Weißt du, ja. Er hat es mega schwer. Vor allem so hübsche. Ja. Dieses Jahr sind wirklich mega viele schöne Frauen. Ich glaube auch, er hat es nicht einfach. Ja. Aber du, ich meine, zuerst muss er auch noch mir gefallen, sage ich jetzt mal. Ja, also, würdest du gehen, würde dir nicht gefallen? Wenn er mir würde gefallen, würde ich gehen, ja. Ich denke nicht, dass ein Bachelor auf sie stehen wird, weil ich eine gute Einschätzung habe. Ich glaube, es hat viel schönere Frauen als Fabienne. Angel Fragezeichen wäre damit wohl beantwortet. Was machst du so? Ich tue ab und zu modeln. Ich habe noch bei Miss Earth mitgemacht. Das war eine mega geile Erfahrung. Oh, wow. Hat auch keine Agentur, aber ist easy. Was machst du so? Ja, ich tue auch ab und zu modeln. Tu und modeln? Ja. Ja. Das bedarf einer Erklärung. Hobbymodeln. Ja, also ich tue einfach an meinen, weißt, nicht Laufsteig oder so, aber Fotoshooting mache ich viel. Und ich weiss, ich habe ein bisschen Kurven und ich weiss, ich habe ein bisschen mehr dran als andere vielleicht. Aber man darf auch nicht vergessen, ich habe 37 Kilo abgenommen. Und ich bin sehr fotogen. Also weißt, auch vom Gesicht her und so, habe ich eigentlich nicht das Gefühl, dass ich... Aber du bist schon auch sehr von dir, so, wenn ich so direkt sage, von dir überzogen in dem Fall. Also. Ein bisschen zu viel überzogen. So, erste Bild, so, zu viel von dir selber überzogen. Nein, im Fall überhaupt nicht. Also, das schätzen sie mich falsch ein. Da haben sie mich falsch kennengelernt. Du kannst dich so anstellen, als wärst du eine der schönsten Frauen. Ja, und das ist in meinen Augen einfach nicht so. Nein, also ich bin überhaupt nicht eine der schönsten Frauen. So stelle ich mich eigentlich überhaupt nicht an. Nein, Schönheit ist auch relativ. Das wollte ich gerne aber sagen. Du redest viel nur von dir selber. Okay. Und wie toll du bist. Und ja, und ich bin Model. Und ich bin eigentlich überhaupt nicht irgendwie eingebildet oder so. Ich bin eigentlich die wirklich ganz klar sagt, ich habe meinen Job. Ich bin mega zufrieden mit dem. Instagram mache ich hobbymässig nebenbei, um Frauen zu unterstützen, die Übergewicht haben. Weil ich finde das extrem wichtig. Ich habe damals angefangen, als ich so dick war. Also ich habe fast 100 Kilo gewogen. Und ich habe 37 Kilo abgenommen. Ich habe das damals auf Instagram gepostet. Und auch auf Facebook. Und durch das habe ich Followers bekommen. Und durch das hilfe ich auch irgendwo durch den Leuten. Weißt, aber 6'000 Follower ist ja nichts. Es ist wirklich nichts. Nein, sag ich ja nicht. Aber also, du stehst da an, als wärst du der Beste. Das passt mir überhaupt nicht.
Du stellst mich ja gar nicht an, als wäre ich die Beste. Genau das finde ich. Doch, Mann, du bist da noch ein Model. Also, weißt, look, mit so Frauen muss ich nicht reden. Es, ja, es geht. Nein, ich bin einfach nicht okay. Adios, ich habe Respekt und genau das finde ich eben schade, okay, dass man so jetzt zu mir ist, ohne Grund. Ich finde es einfach mega, mega schade, dass ich jetzt so dargestellt werde und dass am ersten Tag schon so etwas, ja, und scheinbar alle gegen mich sind. Sie ist arrogant, sie ist zu selbstsicher. Sie gibt sich so, als wäre sie die Beste da von allen Kandidatinnen. Sobald ich sie anspreche auf das Model-Ding, also auf, oh, ich habe 37 Kilo abgenommen, Eins auf Mitleidstour machen. Now with me, bitch.